Die NPD-Fraktion im Kreistag Vorpommern-Greifswald hat immer wieder die miserable Gesundheitsversorgung in den ländlichen Räumen thematisiert. Wir haben als einzige schon im Kreistag Ostvorpommern 2008 gegen den Verkauf des Wolgaster Krankenhauses gestimmt und haben jetzt auch wieder einen Antrag eingebracht, dass das Wolgaster Kreiskrankenhaus zurückgekauft werden soll vom Landrat. Hier in Anklam haben wir Glück, dass wir noch ein Krankenhaus haben. Das ist hier im Hintergrund. Was die miserable Gesundheitsversorgung angeht, haben wir außerdem noch weitere Ideen, die wir am Kreistag einbringen werden. Und zwar eine ganz einfache Idee. Das Hauptproblem ist, dass wir zwar eine Menge Ärzte haben in Deutschland, genug, auch genug Fachärzte, sodass wir hier nicht ewig warten müssten auf einen Facharzttermin im ländlichen Raum. Aber die wollen alle da, wo es schön ist, leben. In Berlin, in Hamburg, die wollen nicht in die ländlichen Räume. Man muss sie also dazu bringen und dafür gibt es ein Vorbild. Und zwar das der Pflichtverteidiger. Ich bin Strafverteidiger und das Gericht kann mit mir Folgendes machen. Die können sagen, du wirst jetzt Pflichtverteidiger von irgendeinem Angeklagten. Auch wenn du den nicht leiden kannst, wenn du den gar nicht verteidigen willst, du musst das machen. Und wenn ich das machen muss, dann kriege ich auch weniger Geld, als wenn ich einen Angeklagten auf dem freien Markt verteidige, weil der Staat sagt, du bist nicht nur so ein geldraffender Marktteilnehmer, du bist auch ein Organ der Rechtspflege und als Opfer für die Rechtsordnung machst du das billiger. Und nicht nur das, die können auch noch sagen, du machst das erst einmal umsonst für die Dauer des Prozesses und wirst erst hinterher bezahlt. Das kann ein Jahr dauern und 10 Verhandlungstage sein. Das alles muss man als Pflichtverteidiger machen, weil man eben nicht nur einer ist, der Geld verdient, sondern ein Organ der Rechtspflege. Und genauso müsste man das bei Ärzten machen. Man müsste die alten Polikliniken aus den DDR-Zeiten wieder errichten. Und dann sagt man den Hamburger und Berliner Ärzten, ihr seid nicht nur geldraffende Marktteilnehmer, ihr seid auch Organe der Gesundheitspflege und deswegen werdet ihr verpflichtet, Dienstzeiten abzuleisten in den Polikliniken oft im ländlichen Raum. Könnt euch auch abwechseln, aber dass hier ständig welche sind. Und die werden auch dazu gezwungen, genauso wie Pflichtverteidiger. Wenn ich mich weigern würde, ein Pflichtverteidigermandat zu übernehmen, das vom Gericht mir aufgedrückt wird, verliere ich meine Zulassung. Und wenn ein Arzt sich weigert, in so eine Poliklinik zu gehen, hier seinen Dienst abzuleisten, dann hat er seine Zulassung zu verlieren, weil das nicht wert ist, Arzt zu sein. Er muss sich auch fürs Volk einsetzen und für die Gesundheitspflege im Allgemeinen. Das werden wir im Kreistag einbringen. Und mit einer solchen Maßnahme würden wir es auch schaffen, hier Zustände einzurichten, indem man eben nicht ewig auf einen Kinderarzttermin wartet oder einen Augenarzttermin, sondern wir hätten hier wieder vernünftige Zustände. Das muss man aber auch durchsetzen. Und dazu haben wir den Willen.